Hallo und herzlich willkommen, die Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Hearthstone Battlegrounds. Wir legen heute nochmal los und gehen ein wenig auf MMR-Suche oder alternativ, wie ihr schon Bescheid wisst sicherlich, will ich den letzten Helden noch spielen, den ich noch nicht bekommen habe. Unseren Fungalmancer, wie auch immer er heißt, dieser komische Murloc-Dude, der meiner Meinung nach ein ganz interessanter Kollege zu sein scheint, aber eine absolut bescheidene Winrate hat. Zusätzlich, liebe Leute, ist ja momentan gerade die Qualitativ-Offensive. Ihr merkt schon, es ist relativ früh am Morgen, noch ist 8.50 Uhr gerade. Ich nehme jetzt hier noch vor meiner Vorlesung hier eigentlich noch auf, was immer ein bisschen, manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn ich noch so während meinem ersten Kaffee aufnehme tatsächlich. Aber was ich hiermit jetzt eigentlich sagen möchte ist, es wird so sein, dass in dieser Woche jetzt momentan immer eine Folge Hearthstone Standard plus eine Folge Hearthstone Battlegrounds oder alternativ eine Folge Hearthstone Wild erscheinen wird. Bedeutet also, zeigt mir, wie gut euch das gefällt, dass zwei Hearthstone-Videos jetzt jeden Tag rauskommen. Entweder durch einen Daumen, das würde mich auf jeden Fall freuen, durch ein Abo, das supportet mich kostenlos und ihr bekommt eure doppelte Hearthstone-Dosis dieses Mal sogar pro Tag, außer an Streamtagen. Und gerne auch einen Kommentar dazu, wie ihr dieses ganze doppelte Sachen insgesamt findet. Warum ich das jetzt immer mal wieder sage, liebe Leute, es ist mir ultra wichtig, eure Meinung dazu zu haben, denn je nachdem, wie ihr dazu steht, je nachdem, wie das Ganze bei euch ankommt, ist es natürlich für mich immer ein positives Zeichen, wenn ihr mir da wirklich viel Response einfach gebt. Das ist super, super wichtig, einfach nur, dass ich einfach merke, hey, das ist gut, das sollte ich weitermachen. Ja, deswegen hier diese kleine Aussage hier, diesen kleinen Anfangsmonolog hier, den ich gehalten habe. So, und jetzt geht es direkt weiter mit Battlegrounds. Was werden wir also heute machen? Wir versuchen mal nicht auf Dragons zu gehen. Ich habe den jetzt gekauft, weil er ganz gut im Early Game sein könnte. Es kann auch schon sein, dass wir hier gegen Galakrond verlieren, wenn der irgendwelche stärkeren Dudes hat. Wir haben hier eigentlich wirklich die relativ guten Heroes mit am Start. Jiraxxus ist ein bisschen schwierig, wenn nicht viele Demons da sind, aber ansonsten sollte es ganz gut laufen, würde ich mal behaupten. Ich finde, Shadowwalk ist auch ein sehr, sehr starker Held mit Brands Ability eigentlich dauerhaft auf einem Body drauf, finde ich schon ziemlich stark. Aber man muss aufpassen. Galakrond ist ein Dude, der kann auf 6, kann er auf 6 schon drauf gehen, auf Runde 6? Ich glaube tatsächlich, er kann auf Runde 6 schon auf Mega-Value kommen. Bedeutet also, dass er super insanity Sachen machen kann. Gut, wir machen das so. Spielen den hier raus. Sellen ihn. Kaufen ihn. Spielen ihn wieder aus dem Board. Haben damit einen 3-4er, einen 2-1er und einen 1-2er. Gut. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Ach, liebe Leute, mir fällt noch was ein. Und zwar habe ich das jetzt auch schon in der letzten Folge, glaube ich, erwähnt oder auch im Stream. Was haltet ihr davon, wenn ich dieses Kästchen da oben anlasse? Ich persönlich bin mir da noch ein bisschen uneinig, wenn ich ehrlich bin, weil das Ganze ist sehr, sehr schwierig für mich. Da steht halt immer so die Winrate dran. Man kann dadurch deutlich besser abschätzen, wie gut das Game verlaufen wird oder dementsprechend, wie schlecht das Game verlaufen wird. Und ich finde, das nimmt einem so ein bisschen die Spannung weg. Deswegen lasst mir da doch mal bitte eure Meinung dazu. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. So, wir nehmen also mal den Kollegen hier mit plus den Kollegen hier. Dann haben wir nämlich hier einen Buff für unsere Murlocs und alles. Dang it, leider der falsche Murloc. Und können das mal so stehen lassen. Theoretisch wäre es ganz nützlich gewesen, hier auch den Zubot mitzunehmen, aber Menagerie zu spielen wird meiner Meinung nach momentan ein bisschen schwierig. Wir spielen jetzt gegen AFK. AFK hat momentan die zwei Spiele. Ne, sie müsste eigentlich schon eine Runde ihre Minions haben, aber dann hat Edwin Van Cleef sie schon geklopft. Das ist interessant, muss ich sagen. Ich finde, es ist immer sehr, sehr selten, dass AFK, wenn sie ihre Doppel-Dreier-Minions kriegt, dann das Game direkt verliert. Aber scheinbar hat sie halt echt nicht die besten Minions rausbekommen. Also muss halt leider sagen, wie es ist. Wir haben hier sehr, sehr gute Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Beasts sind zwar stark, aber meiner Meinung nach nicht stark genug, um hier so auf
dem 3-Drop gepickt zu werden. Da muss man wirklich schauen, dass man sie ein bisschen früher zieht, meistens in den 2-Drops. Jiraxxus hat direkt surrendered, der Pool scheint wohl nicht so optimal tatsächlich zu sein für ihn. Was nehmen wir denn hier? Wir machen... Hero Ability by Play. Oh, dang it, ich habe mich verrechnet. Sell. Ja, ich hätte die Hero Ability hier nicht nutzen müssen, aber es ist okay gewesen so. Und den möchte ich halt eigentlich haben, Leute, oder? Den möchte ich schon haben. Bis jetzt sind wir auf einem relativ stabilen Menagerie-Play noch gelandet. Ich meine, er ist jetzt nicht der krasseste Dude, aber mit ihm kann ich auf jeden Fall leben. Es sind 3 Damage, die er jetzt hier macht. Das machen meine meisten Warlocks auch. Er ist ein 2-3er, passt sich also ganz gut auch in die Startline hier an. Nur es könnte sein, dass wir hier gegen stärkere Gegner auch gematcht werden. Gerade Elise spielt auch hier 4 Murlocs, wenn sie jetzt schon auf 3 ist. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass wir eine sehr, sehr hohe Losing Rate haben werden. Wir müssen die wichtigen Trades hier schaffen. Der +1/+1 Buff ist natürlich sehr, sehr uncool. Besonders weil wir auch echt schlechte Trades hier gerade momentan machen. Das sind 3, 4, 5, 6 plus 3. 9 Damage an uns. War eigentlich relativ klar ersichtlich hier auch. Muss halt wirklich sagen, das Ding hier oben zeigt halt oftmals einfach nur Sachen, die eigentlich schon klar waren von Anfang an. Oh mein Gott, das ist halt super sick. Nice. Ja, dann wird es halt jetzt einfach Zeit, Leute. Was sagt das nur der Nächste, gell? Das heißt also, wir verkaufen ihn hier. Kaufen ihn hier. Verkaufen ihn hier. Kaufen ihn hier. Spielen das hier, spielen den hier. Ich weiß, ich könnte mir das jetzt keepen, um das doppelt zu triggern. Ich glaube tatsächlich, das mache ich auch. Aber weil wir das eine Gold nicht haben, werden wir jetzt eine Runde warten. Eine Runde warten, Hero Ability rausspielen und dann brum brum, +4. Und es lohnt sich halt tatsächlich auch dafür, noch ein bisschen Damage zu nehmen. Oder lohnt sich das? Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Das war ein sehr, sehr guter Draw jetzt hier gerade für die Murlocs. Nochmal ein extrem guter Boost in irgendeine Richtung, die für uns vorteilig ist auf jeden Fall. Wir müssen nur schauen, dass wir jetzt baldmalig dann auch Falcon Navigator kriegen. Geschweige denn irgendwie ein Upgrade auf Begurgle oder sowas wäre super, super strong. Okay, das sieht nicht so schlecht aus tatsächlich. Jupp. Okay, die Dudes sind weg. Er hat noch keinen einzigen getötet. Das heißt also, wir gehen hier mit einem sauberen Win raus. Dem auch noch sehr, sehr viel Schaden macht. 8 Stück hier an der Zahl. Nice. Das heißt also, wir haben hier unsere Ding nicht ausgenutzt. Hero Ability. Play. Wir spielen gegen Rough Farm. Der spielt auch Murlocs. Das sackt halt richtig hart. Das ist halt richtig uncool, dass er hier auch Murloc spielt, denn das ist gut. Denn man muss halt einfach sagen, wie es ist. Desto mehr Leute Murloc spielen, desto schwieriger ist es natürlich, sie zu handeln. Desto schwieriger ist es, sich ein ordentliches Board aufzubauen, das der Gegner dann irgendwie nicht mehr einschätzen kann. Wir sind wieder hier am Pärchen sammeln. Wie das schon wieder aussieht. Wir haben Doppel Old Mur-Guy, Doppel Murloc Tide Hunter, Rockpool Hunter und War Leader. Also schlecht ist das auf jeden Fall mal nicht, aber ob das gut ist, ist halt die andere Frage. Und zwar die sehr, sehr große Frage. Aber ich denke tatsächlich, dass es wichtig war, hier jetzt nicht auf das Upgrade zu gehen, sondern zu schauen, dass wir wirklich gegen Rough Farm auch ankommen. Der hat nämlich schon ein Upgrade gehabt, aber wir sehen hier eigentlich relativ, wir stehen hier relativ positiv da tatsächlich. 28%ige Losing Rate. Ich glaube tatsächlich, dass wir die erfüllen werden. Dadurch, dass er unsere beiden Warleader hier jetzt direkt zu Anfang an ausgeschaltet hat, erfüllt er wirklich die 28% und hittet uns hier für 6. Ist ein bisschen unlucky, aber das ist halt, ja.
der Random-Faktor. Komm schon, jetzt gib mir mal meinen Murloc, den ich brauche. Nice. Ich kann Begurgle schon riechen. Okay, Razorgore war hier am Start. Oh, dang it, ich hätte mein Ding verdoppeln können. Nein, ich hab's vergessen. Ich hab ein Mana zu wenig gesehen gehabt. Obwohl, warte mal. Das ist doch trotzdem der richtige Play gewesen. Ha! Ich hab schon gedacht, warte, hab ich jetzt ein Missplay gemacht? Und dann ist mir eingefallen, nee, hab ich nicht. Nice. Okay, das war sehr, sehr schön schon mal. Damit haben wir jetzt ein wirklich starkes Board, mit dem wir wahrscheinlich auch hier den Gegner ziemlich gut geplättet hätten. Wäre es besser gewesen, zwei Murlocs rauszuziehen? Hätte theoretisch sein können, ja. Wir hätten theoretisch einen Begurgle kriegen können, plus einen noch ein Upgrade hier. Also entweder nochmal ein 1-Drop oder ein 2-Drop. Obwohl ich sagen muss, dass plus 4 halt schon ziemlich strong ist. Besonders dadurch, dass sie halt One-Drops sind, sind sie halt extrem oft im Pool. Das darf man auch nicht vergessen. Die Chancen, dass wir sie kriegen, sind nochmal deutlich, deutlich erhöht, als dass wir einen Begurgle kriegen. Deswegen ist das immer so. Ich glaube, das ist tatsächlich, es schenkt sich nicht so arg viel. Er ist auch noch auf 4 geblieben. Oder besser gesagt, er ist auch auf 4 jetzt gegangen. Er hat inzwischen ein relativ gutes Board sich angetan. Mit zwei großen Babai. Das war gut. Die Hyänen sind aber leider halt echt nicht so gut, muss man sagen. Die Hyänen haben hier halt eigentlich gar nichts gemacht. Also, ich weiß auch nicht, ob das so sinnvoll war, hier so zu spielen. Er geht runter auf 16. Die gehen alle auf 5 hier jetzt schon hoch. Boah, das ist halt heftig. Ich könnte nicht auf 5 hochgehen, gell? Ich glaube, ich nehme das... Ah, oh, shit. Ich kann das Upgrade nicht auf 5 hoch machen. Auch wenn ich es gerne machen würde, auf, dass ich einen Gentle Megasaur rausziehen könnte, ist es für mich nicht möglich. Brand für noch mehr Trigger. Komm schon, ich muss ja wohl noch einen hier finden. Ich muss ihn nur finden. Ich muss ihn nicht direkt kaufen, ich muss ihn nur finden. Ich habe echt niemanden gefunden. Ja. Ich muss ihn wirklich nur finden. Okay, wir werden hier wahrscheinlich jetzt gegen ein ziemlich sickes Drachendeck ankämpfen, Drachenboard ankämpfen müssen. Ah, da graust es mich schon ein bisschen davor, weil Drachen sind halt schon nochmal eine andere Liga als Murlocs, die halt noch so vereinzelt hier rumliegen. Funnel Kicks. Ich bräuchte halt eigentlich nur, in Anführungszeichen nur, wie viele Upgrades hat er? 2. Ich bräuchte in Anführungszeichen nur entweder einen Rockpool Hunter oder alternativ einen Murloc Tide Hunter. Das wäre so für mich das Ultimo. Mal, dann geht's ab, Leute. Wir haben 100% Winning Rate, also ich mache mir hier jetzt keine Sorgen, dass wir das irgendwie verlieren können oder sowas. Von den Stats sind wir halt auch wirklich weit oben gewesen, muss ich sagen. Wir kommen auch nochmal 10 Damage auf Alex zu. Aber man muss auch wirklich sagen, Alex muss man früh genug handeln, sonst kriegt man oftmals aufs Maul einfach. Komm schon, jetzt gib mir... Ja, nice. Schon. Und wir freezen es trotzdem für Cold Lights hier.
Und dann, wie funktioniert denn das? Your Battlecry triggers twice. Your next Battlecry this turn triggers twice. Triggert das dann dreimal? Theoretisch müsste es eigentlich dreimal triggern. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Damit kriege ich eigentlich einen relativ guten Boost nochmal raus. Okay, wir spielen ja auch trotzdem noch gegen Murlocs. Das heißt also, hier wird ein wahrscheinliches Saver-Tod von uns drin sein, würde ich mal behaupten. Hit. Und hit darauf. Lustigerweise haben wir eine sehr, sehr hohe Winning-Rate hier jetzt gerade. Weil er auch wirklich nicht die besten Minions hier hat. Aber es wäre schön gewesen, wenn Sly hier überlebt hätte. Zap, Slywick, sorry. 5 inzwischen. 7 Damage für a Farm. Kaufen ihn hier. Rollen. Immer noch nichts leider. Rollen. Das ist ziemlich nice. Das heißt also, du wirst verkauft. Jetzt muss ich nur kurz rechnen. Das würde nicht reichen, wenn ich die Hero Ability aktiviere. Deswegen mache ich das so. Kaufe ihn hier. Hä, es hätte doch gereicht. Bin ich irgendwie dumm oder so? Ah, ich habe gerade noch gerechnet, dass ich ihn auch noch kaufen muss. Verkaufe ihn hier. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Hero Ability. Jetzt müsste ich theoretisch 3 Sachen rauskriegen. Rockpool Hunter habe ich schon. Das heißt also, wir gehen auf das Leben. Okay, es funktioniert actually nicht. Interessant. Rollen. Freezen. Spielen den Dude hier mal raus. Ich könnte ihn theoretisch auch direkt wieder verkaufen. Nochmal einen rausspielen. Ich glaube tatsächlich, das ist der Plan. Auch wenn es mir nicht so viel bringt hier. Einfach, dass wir hier wirklich so hart am Value sind wie möglich. Die höchstmögliche Winning Rate ist für mich das Relevante hier gerade. Boah, das ist wirklich schmerzhaft. Das war wirklich, wirklich schmerzhaft. Gut, das war jetzt nicht ein relevanter Hit irgendwie. Das war leider nicht so ein relevanter Hit, wie man sich erhofft hat. Aber dadurch, dass wir jetzt hier die Hyäne getötet haben, sind wir schon mal fine eigentlich. Er kriegt hier jetzt nochmal einen 5-5er. Da gibt es einen Trade. Da gibt es auch noch ein paar schöne Trades. Und der hit hier rein. Wir haben den Brand aktiv noch. Er hittet hier rein. Das heißt, es sind 2. Das ist eine 5er Unit. Das sind halt ziemlich viel Damage. 13 an dich, Liebe. AFK. Dich nehmen wir mit. Raise the Gore möchte kein Mensch. Auch leider nichts für meine Murlocs. Das ist ein Upgrade, Leute. Ich bin gerade am struggeln, ob ich Bran nicht verkaufen sollte. Dadurch, dass ich dann trotzdem meine Hero Ability hier diesen Buff kriegen könnte. Aber Bran wäre halt super nice für den General Megasaur. Deswegen. Obwohl die Hero Ability würde auch ausreichen für den General Megasaur. Oh, es ist so schwierig, Leute. Es ist so schwierig, hier die Entscheidung zu treffen. Gegen Admin 0, gegen AFK. Von AFK wurde Alex geklatscht. Das heißt also, wir haben AFK gerade mit 13 geklatscht. Könnte also sein, wir gehen da ganz gut durch. Wie sieht es mit Rafarm aus? Rafarm killt die Leute hier, während wir ihn geklatscht haben. Es ist halt erst eine Runde her. Es fühlt sich schon an, als ob es ein bisschen mehr ist. Okay, nice. Unser Board ist also ziemlich gut, würde ich behaupten. Stell mal unseren Buffer hier weiter nach hinten. Ich weiß gar nicht, was das so weit vorne macht eigentlich. Mal gucken mal, was wir hier rauskriegen können. Okay, Sly, tötet ihn, tötet meinen 8-8er. Mein 8-4er. Hitten hier rein. Er hittet mir keinen kaputt. Leider kein Kill für ihn. Auch kein Kill für ihn. Immer noch kein Kill für ihn. Oh wow, das könnte. Oh mein Gott, das ist Liefer. Das ist safe Liefer. Holy shit. Er hat nicht mal meinen Bagirl kaputt gekriegt.
Mal bei Alex und damit sind wir in der Top 4 schon angelangt. Rough Arm schon. Edwin ist auf 6 gegangen. Wow, das ist... Hätte ich jetzt nicht geschätzt. Okay, Leute, wie machen wir das jetzt? Wir kaufen ihn einfach, gell? Wir scheißen auf den einen Buff. Ne, wir scheißen nicht auf den einen Buff. Der eine Buff ist viel zu relevant, auch als dass wir sagen könnten, dass wir ihn nicht nutzen wollen. Nein, es ist ein Murloc immerhin irgendwo. Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, sorry Holy Mackerel, aber gegen... Momentan hast du gegen einen Begurgle hier wirklich keine Chance. Also, nee, absolut nicht. Das hier wäre eine Möglichkeit, die wir gehen könnten, um unseren 20... Müsst ihr euch mal vorstellen, das ist ein One-Drop und der ist 2031. Das ist so dumm einfach nur. Oh, meine Murlocs sind halt so ridiculous fett einfach. Ich frage mich echt, wie das Board von Rough Arm inzwischen aussieht. Das muss ja eigentlich auch so ähnlich fett sein. Eigentlich müsste das wirklich so ähnlich fett sein. 10 Damage an Edwin. AFK ist raus. Top 3, liebe Leute. Nice work out there. Keep up the pressure. Level up, rolling the dice. Können ihn kaufen, aber es bringt mir momentan nichts. Holy. Nope. Doppel. Ey, diese Holy Mackerels, ey. Die sind so oft im Pool drin, bringen aber absolut gar nichts. Das Spiel jetzt gegen Rough Arm. Das heißt, wir sehen hier jetzt gleich, wie so ein richtig, richtig gutes Matchup verlaufen würde bei uns. Oder besser gesagt, gegen den Stärksten. Edwin haben wir ja jetzt ordentlich geklopft eigentlich für 10 Damage. Ich würde mal schätzen, dass das okayisch ist. Rough Arm hat Edwin für 0 gemacht. Das heißt, es ist vor 2 Games. Könnte also einen Upgrade inzwischen gehabt haben, um hier vielleicht ein bisschen besser rauszukommen. Ich bin mir wirklich nicht sicher, aber ich denke, dass wir gegen Rough Arm ankommen können. Ich bin relativ positiv gestimmt in die Richtung. Was ich mir auch überlegt hatte, ich weiß gar nicht, ob ich das schon angeführt habe, ob wir so ein bisschen einen Road to 6000 machen hier, also 6000 MMR. Gerade läuft es ja eigentlich ganz gut. Ich schwanke momentan eigentlich immer zwischen den 5500 und 5450 hin und her. Dadurch, dass ich aber wirklich ab und an so richtig, richtig, richtig gute Games habe, wie zum Beispiel hier jetzt, das ist auch wieder so eins, wo ich mir denke, Holy Mackerel. dass wir da wirklich abgehen können. Dass es wirklich auch funktionieren könnte. Besonders wenn ich halt so insane viele goldene Murlocs bekomme. Ich glaube, das krasseste war halt, war das vorletzte Game oder so, was ich aufgenommen habe, wo ich ja auch fast alle Murlocs auf Gold bekommen habe. Es ist so ein gutes Gefühl einfach, die Viecher auf Gold zu kriegen. Das ist insane. Ja, wir haben hier eine 99,1%ige Winrate. Das heißt, also, das höchste der Gefühle ist tatsächlich ein Tie, würde ich mal behaupten. Oh nein, er kriegt... Das größte Problem ist tatsächlich, dass er sich ja dadurch, dass er gegen uns spielt, auch noch verbessert. Er kriegt jetzt halt einen Begurgle. Das ist ein pure Buff. Es wäre schöner gewesen, wenn er woanders reingehittet hätte. Er kriegt jetzt halt einen Pure Buff, der für ihn sich richtig, richtig positiv auswirkt. Er hat jetzt einen Golden Begurgle auf jeden Fall schon am Start. Das ist nicht gut für uns. Wir müssen mal gucken, vielleicht kriegen wir echt mal noch den Gentle raus hier. Das wäre super gut. Okay, wir zerstören den schwächsten Murloc, das ist er hier. Dann nutzen wir die Hero Ability, um den Gentle rauszubringen. Divine Shield. Leider kein Poisonous, aber wir können auf Health gehen. Dann rollen wir nochmal. Verkaufen Gentle Megasaur. Kaufen den hier.
buffen alle nochmal. Rollen nochmal. Freezen hier für den Buffer. Und machen unsere Minions noch in Zähne jetzt. Ah, oh, General Megasaur war so ein guter Roll, Leute. Ah. General Megasaur war so ein guter Roll. Es ist schade, dass wir wirklich nicht die Poisonous Combo gekriegt hätten, sonst wäre es halt richtig insane gewesen. Ich glaube tatsächlich, Rafarm hat durch sein insanes Upgrade jetzt, das er bekommen hat, hier mit Golden Begurgle, könnte er auch einen General High rollen, wenn er wirklich Glück hat. Das wäre für uns halt echt nicht cool. Ich glaube tatsächlich, dann ist es noch ein bisschen... Ich glaube, das ist das Worst-Case-Tatsächlich-Szenario, was wir momentan haben, dass der stärkste Spieler, den wir besiegen können, dieselbe Sache spielt wie wir und Rafarm ist. Dadurch klaut er uns halt jedes Mal immer wieder den guten Minion. Und das ist halt einfach dummerweise Ding hier. Oh mein Gott, er ist halt auch full Murlocs fast. Was ist denn hier jetzt schon wieder los? Sind Murlocs hier gerade absolute Meta oder wie sieht denn das hier gerade aus? Okay, er hat meine kompletten Divine Shields einfach ausgerottet gerade. Ja, das ist für uns kein Problem. Wir behalten einfach unsere zwei Begurgles hier. Das ist schmerzhaft für dich, mein Freund. 20 Schaden. Das hätte ich gerne ihm gemacht, tatsächlich. Okay, der Pool wird also wieder erweitert um ein paar mehr Murlocs. Wir nehmen ihn ja also mal in den Start. Rollen. Vielleicht haben wir ja das Glück und ziehen einen goldenen raus hier. Nochmal ein Gentle Magus weg. Oh, ein Triple Barrel Room da. Okay, Rafarm. Show me. Bitte lass ihn einfach keinen General Megasaur bekommen. Das wäre übel schmerzhaft einfach nur. Sehr, sehr schmerzhaft. Ich glaube tatsächlich, ich würde jetzt auch die Holy Mackerel nehmen. So, hey, würden sie jetzt mal langsam nehmen, wenn sie mal auftaucht. Unser Board ist jetzt okay-ish in die Richtung, dass wir sie spielen könnten. Dass sie mal worth wäre. Ich meine, das Divine Shield ist halt insane einfach nur. Divine Shield ist so eine ultra starke Fähigkeit für so fette Dudes. Sie müssen einfach mal überlegen, das bedeutet eigentlich, dass sie ihren Angriff und ihre Verteidigung verdoppeln. Also, ein bisschen mehr theoretisch, weil der Hit, der erste Hit könnte ja stärker sein und sowas. Das ist halt insane. Er wird jetzt sich denken, oh no, oder ich werde mir denken, oh no. Okay, alles cool, Leute. Nix oh no, wir haben eine ziemlich hohe Wundrate hier an der Stelle. Oh nein, er tötet meinen Begurgle. Oh, er kriegt noch einen Begurgle, Alter. Okay, das ist auch nochmal guter Damage. Wenn es auch leider ein bisschen weniger ist, als eigentlich gewollt. Er zieht halt hier jetzt die ganze Zeit seine Begurgles raus und das ist für mich relativ uncool. Okay, Leute. Wir sind in dem Modus, dass es für uns theoretisch egal ist, wenn wir jetzt diese Runde verlieren. Er kann uns vermutlich keine 25 Damage machen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Wir haben nochmal einen General Megasaur High Roll. Das heißt also, wir können hier nochmal auf Poisonous kommen. Wir könnten hier nochmal auf irgendwas anderes Cooles kommen. Die Sache ist halt nur die, theoretisch kann bei ihm ja dasselbe passieren. Das heißt also, wir müssen jetzt hier einfach schauen, dass wir hier nicht ultra hart auf die Fresse kriegen, sondern vielleicht so mittelhart einfach nur. Oder ihn besiegen. Das sind die zwei Möglichkeiten tatsächlich. Ich würde es ja auch nicht schaffen, irgendwie meine Murlocs zu sellen, oder ich würde es auf jeden Fall nicht machen, meine Murlocs zu sellen, dass wir ihn kaufen, weil damit würde ich ja Potenzial verlieren. Und Potenzial verlieren möchte ich ja auf keinen Fall. Heißt also, wir bleiben so, wir spielen das ganze Safe runter. Ich denke nicht, dass er uns töten kann, auch wenn er sehr, sehr starke Minions hat. Okay, nice.
Er hat den einen bei Gurgle sogar nochmal rausgespielt. Das ist, finde ich, super interessant, dass er das gemacht hat. Meiner Meinung nach ist das zwar eine gute Entscheidung, in Anführungszeichen. Das bringt ihm halt einfach so viel Value hier. Aber es reicht ihm niemals aus. Oh, wait, das wird wahrscheinlich ein Unentschieden, gell? Das wird ein Unentschieden. So, damit haben die jetzt auch mal Taunt bekommen. Jetzt gucken wir mal, was wir kriegen können noch. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Upgrade auf irgendeinem Minion. Ich muss nur gucken, dass ich ein Gold übrig lasse. Nehme ich jetzt Stoppen. Nope, kriegen wir leider nicht. Das heißt, a Gentle Megasaur für +1/+1 und Poisonous bitte. Dang it. Kein Poisonous hier am Start. Leider kein Poisonous am Start. Das wäre noch schön gewesen. Ah, ich habe wirklich gehofft, Leute. Ich hatte wirklich ein gutes Gefühl dabei, aber der gentle Megasaur hat mich hier leider ein bisschen enttäuscht. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Runde. Ich meine, es kommt halt jetzt einfach drauf an, wer den besseren Hyrule hat, wer den besseren Trade macht. Boah, das ist schon ein bisschen aufregend, muss ich sagen. Ja, immer noch geil zu sind. Oh, wieder bei einem Tie irgendwie angelangt. Das ist ein bisschen uncool, muss ich sagen. Okay, er schaltet meinen Dude hier aus. Hat er den Gentle Megasaur hier gekriegt an der Stelle? Ich bin mir nicht sicher. Oh, es ist kein Teil. Oh, doch, es ist ein Teil. Ja, der Poisonous. Oh. Komm schon. Oh my goodness. Oh my god, my god, my god, my god. Komm schon, Alter. Ich hab meine Hero Ability vergessen. Oh, ich bin so dumm. Oh, never mind. Oh, fuck, Alter. Das war richtig dumm von mir. Ich habe echt einfach meine Hero Ability vergessen. Ich vergesse einfach meine Hero Ability. Okay, jetzt hätte ich verdient zu verlieren. Jetzt hätte ich wirklich verdient, einfach zu verlieren. Ah, Gott. Let's see if you can stay on top. Oh mein Gott. Okay, wir sind hier. Wow, Windfury? Okay, Windfury ist halt auf jeden Fall sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Alter, der Dude ist halt einfach insane. Wir verlieren, Leute. Wir verlieren einfach. Ich hätte die Hero Ability gebraucht. Oh, shit. Aber ich weiß nicht mal, ob das was geholfen hätte, wenn ich ehrlich bin. Das größte Problem ist, dass seine Dudes sind halt trotzdem immer noch stärker als meine. Das heißt also, die Rolls hier bringen mir actually eigentlich gar nichts. Ich brauche wirklich einen General Megasaur, der mir Poisonous gibt. Seine Dudes haben diesen doppelten Hit, haben diesen doppelten Ding.
dadurch, dass er halt immer wieder meine Begurgles hier abkassiert, der hat jetzt bald einen zweiten goldenen Begurgle. Das ist mein größter Nachteil. Ich wüsste nicht, was ich dagegen machen soll. Der kann immer wieder seine Dudes rausspielen und die dann immer wieder weiterbuffen. Oh, shit. Ja, Leute, das Spiel dauert zu lange. Ich glaube tatsächlich, ich hätte im Early Game auf das Poisonous hoffen müssen. Also das Early Game gegen ihn jetzt. Ansonsten verlieren wir das Ganze jetzt hier leider. Seine Minions sind zu stark. Er hat immer aktiv diese doppelten Buffs durch Bran am Start. Das heißt, es ist ein doppelter Gurgle jeden Zug. Dadurch, dass er meinen immer zuerst tötet. Das ist viel. Und Poison, das ist halt auch so wichtig einfach nur. Ah, das ist doch so dumm tatsächlich einfach. Uns fehlt ein Minion, der ungefähr dasselbe Level hat wie seine Viecher. Ja, das ist leider, wird das ein Win für ihn. Ich glaube, das Einzige, was uns jetzt noch retten könnte, wir müssen langsam aufbauen, Leute. Slow and steady. Das ist gut. Das ist super wichtig jetzt. Komm schon. Dang it. Wo ist mein goldener Begurgle? Was macht er denn jetzt hier? Könnte halt sein, dass wir jetzt tot sind. Leider. Oh wait, wir haben eine 96%ige Winning Rate! Das, die zwei Poison, das tut's hier. Oh mein Gott, sie sind actually ausreichend. GG. Die zweimal Poison, das waren hier das, was wir gebraucht haben, um seine Dudes zu besiegen. Ich glaube tatsächlich, hätte ich den einen Gentle Megasaur Doppelroll nicht gemisst, wäre das ziemlich geil gewesen. Die Frage ist aber halt trotzdem, was hätten wir da rausgezogen? Und das ist halt immer die schwierige Frage. Wenn es halt wieder nur irgendwie plus 1, plus 1 oder plus 3 Health gewesen wären, hätte uns das auch wieder nichts gebracht. Deswegen bin ich hier ganz zufrieden tatsächlich mit dem Game jetzt gewesen. Es war mein 20. Win jetzt. Mein 20. erster Platz. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich persönlich finde wirklich, dass Rough Farm einfach ein insanes Value generieren kann, besonders im Late Game. Wir hatten wirklich Glück, dass wir das Poisonous gekriegt haben und eher kein Divine Shield. Da merkt man halt doch, Divine Shield größer Poisonous. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn euch diese ganze in Anführungszeichen Qualitätsoffensive hier gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt was Schönes in die Kommentare. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren. Und schreibt mir doch gerne mal rein, wie lange hat euer längstes Battlegrounds-Game jemals gedauert? Meinst du es jetzt bei circa 38 Minuten? Also haut rein, bis dann, tschüss.